Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Rezept, welches zwei meiner allerliebsten Kuchen kombiniert. In diesem super saftigen Zitronenkuchen versteckt sich ein cremiger Lemon Cheesecake. Diese beiden gehören einfach zueinander und ergeben zusammen einen extrem leckeren Kuchen, an dem man sich nicht satt essen kann. Glaubt mir, ich habe diesen Kuchen bestimmt schon mindestens 6 Mal gebacken und werde ihn noch unzählige Male zubereiten. Das ist derzeit wirklich mein allerliebstes Kuchenduo und ich bin mir sicher, dass euch der Geschmack umhauen wird. Die Zubereitung ist wirklich super einfach und sehr schnell. Legen wir los mit den Zutaten und der Zubereitung. Wir starten als erstes mit der Cheesecake-Füllung und dafür braucht ihr 300 Gramm Frischkäse und 150 Gramm Magerquark, 80 Milliliter Sahne, 120 Gramm Zucker, 20 Gramm Speisestärke und 10 Gramm Mehl, 4 Teelöffel Zitronensaft, ein Eigelb und 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Ihr fügt alle Zutaten für den Lemon Cheesecake in eine separate Schüssel und rührt alles so lange miteinander, bis ihr eine klumpenfreie und cremige Masse erhaltet. Füllt die Cheesecake-Masse in einen Spritzbeutel und stellt sie bis zur weiteren Verwendung kühl. Für den Teig braucht ihr 400 Gramm Mehl, 220 Milliliter Milch und 200 Milliliter Sonnenblumenöl, 4 Eier, 250 Gramm Zucker, eine Packung Backpulver und eine Packung Vanillezucker, zudem den Abrieb und den Saft einer Bio-Zitrone. Als erstes schlagt ihr die zimmerwarmen Eier gemeinsam mit dem Zucker und dem Vanillezucker auf höchster Stufe eurer Küchenmaschine oder eures Mixers schön cremig. Dies dauert ca. 3-4 Minuten. Wenn die Eimasse schön luftig geworden ist, fügt ihr die Milch, das Öl, die Schale und das Wasser einer Bio-Zitrone hinzu und verrührt den Teig ganz kurz auf mittlerer Stufe. Zum Schluss siebt ihr das Mehl mit dem Backpulver über den Teig und verrührt alles nur so lange miteinander, bis ihr einen glatten Teig erhaltet. Fettet euren Gugelhupf sorgfältig mit Butter ein und streut reichlich braunen Zucker darüber. Dies hat zum einen den Vorteil, dass der Kuchen sich sehr leicht aus der Form lösen lässt und zum anderen bekommt der Kuchen von außen einen tollen Geschmack mit knusprigen Zuckerrändern. Füllt den Kuchenteig in eure Form und spritzt die Cheesecake-Masse in kreisenden Bewegungen genau in die Mitte eures Teiges und streicht dann die Oberfläche vorsichtig glatt. Da wir als Basis einen Ölteig genommen haben, sinkt die im Vergleich schwere Cheesecake-Füllung in den unteren Teil eurer Backform und muss gut durchgebacken werden, um keine rohen Stellen zu haben. Hierfür muss der Kuchen zunächst für 45 Minuten bei Ober- und Unterhitze backen. Danach schaltet ihr euren Ofen auf Unterhitze und backt ihn für ca. 15-20 Minuten weiter. Falls euer Ofen über keine Unterhitze verfügt, könnt ihr den Kuchen auch auf die unterste Schiene stellen, führt nach der Backzeit an den Rändern aber auf jeden Fall die Stäbchenprobe durch. Der fertige Kuchen muss erstmal komplett in der Form auskühlen. Wenn ihr ihn noch lauwarm oder sogar heiß stürzen solltet, bleibt die Cheesecake-Füllung an der Form kleben und der Kuchen reißt euch somit auseinander. Genau das ist mir an dieser Stelle passiert, wie ihr hier sehen könnt. Ja, manchmal läuft es am Anfang nicht immer so, wie man es sich vorstellt, aber das gehört nun einmal dazu. So lernt man daraus und weiß, was man beim nächsten Mal besser oder anders machen muss. Nachdem der Kuchen dann vollständig ausgekühlt ist, könnt ihr ihn auf euren Servierteller stürzen. Ihr könnt den Kuchen dann auch schon servieren, aber noch besser finde ich es, wenn er vorher etwas gekühlt wurde. Für die Deko habe ich eine ganz einfache Zitronenglasur bestehend aus Zitronensaft und Puderzucker zubereitet und an den Rändern des Kuchens runterlaufen lassen. Die Mitte habe ich dann noch mit einigen Pistazien bestreut. Und fertig ist der super saftige Zitronenkuchen mit der cremigen Lemon Cheesecake Füllung. Dieser Kuchen hat es uns einfach allen angetan und ich bin rundum glücklich mit diesem Ergebnis. Es war eine kleine Herausforderung, denn ich musste ziemlich viel daran rumtüfteln, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich liebe Zitronenkuchen und über Cheesecake müssen wir erst gar nicht reden. Diese beiden Kuchen harmonieren so gut miteinander und ihr habt mit diesem Rezept gleich beides in einem. Ich kann mir diesen Kuchen nicht mehr wegdenken und habe schon alle in meinem Umfeld damit angesteckt. Der Kuchen wird wirklich von Tag zu Tag immer besser und sollte im besten Fall dann auch einen Tag ruhen, bevor er serviert wird. Ich halte es jedoch nie aus und schneide ihn bereits nach der Kühlzeit an. Der Kuchen sieht nach viel Aufwand aus, aber ihr habt ja gesehen, wie einfach und schnell die Zubereitung ist. Alle wichtigen Tipps und Tricks habe ich euch nochmal in die Infobox geschrieben. Schaut da bitte bei jedem Rezept immer wieder mal rein. Und ich hoffe, dass euch das Rezept gefallen hat, dass ihr es unbedingt mal ausprobiert. Ich bin mir sicher, ihr werdet es nicht bereuen. Schreibt mir dann auch gerne, wie er euch geschmeckt hat. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich auch sehr über ein Abo und einen Daumen hoch freuen. Nächste Woche geht es weiter mit einem neuen Rezept. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis bald.